So, herzlich willkommen hier zum nächsten Player Review und heute gibt es das erste zum eigentlich aktuellen Team of the Week und zwar geht es heute um Guarin in Format 80er Overrating, dabei 82 Tempo, 82 Schuss, 82 Passen, 83 Dribbling, 69 Defending und 87 Physics. Hoch mit Arbeitsraten, Rechtsfuß, 3 Schnuppig Foot. Forster Skills hat mich 125k glaube ich gekostet und hat dafür in 4 Spielen 7 Tore erzielt und 2 Torvorlagen gegeben. Seine Ingame-Stats sind ultimativ geil. Ich glaube mit Manndeckung, das ist die einzige Feldspielerfähigkeit, die nicht mindestens gelb ist, aber naja, kann man auf jeden Fall arbeiten und man kann wirklich sagen, dass man damit arbeiten kann, denn bei Guarin gibt es echt sehr, sehr wenig auszusetzen. Ich meine, die normale Karte ist ja schon ganz gut und der Inform legt da nochmal eine Schippe drauf. Erstmal der Schuss, phänomenal. Longshots kann man ohne Probleme mit ihm machen. Ich habe ganz viele gefährliche geschossen. Einer ging dann auch noch rein im Endeffekt natürlich. Also nicht natürlich, aber Gott sei Dank, sage ich mal. Also Distanzschüsse mit ihm auf jeden Fall möglich. Sein Abschluss ist besser, als ich erwartet habe. Aber da hat er mich auch einfach voll und ganz überzeugt, überrascht. Ging völlig in Ordnung, also im 16er verzweifelt man da nicht ohne Ende. Passspiel ist auch solide, 2 Torvorlagen gemacht, beide auf Benzema mit Lobpässen. Aber sonst ist das Passspiel, ist ein guter Ballverteiler, kann ein guter Spiel auch von hinten aufziehen, also da auch der nächste Pluspunkt. Tempo ist sehr, sehr gut, wie ich meine, für den Zentral mit 82, hat ja auch 3 Pace-Upgrades gekriegt, warum auch immer, ich weiß nicht wieso, wüsst ihr das vielleicht, einfach mal in die Kommentare schreiben. Auch wenn man mit 82 Tempo in der Zentrale kann man da definitiv nichts falsch machen. Positionsspiel ist überragend, hoch mit Arbeitsraten, Positioning in ihrem Stats nicht ganz so geil, aber die Laufwege, vor allem in der Offensive, waren richtig phänomenal. Man hat keine Probleme, ihn irgendwie mal in Szene zu setzen oder zu schicken, also da auch der nächste sehr, sehr positive Aspekt. Was habe ich noch nie angesprochen, seine Ballkontrolle, auch richtig gut, kann die Forster-Skills, die hat perfekt ausnutzen, der Ball verspringt ihm selten mehr als irgendein paar Zentimeter. Und deswegen echt da der nächste positive Punkt für Guarin in Form. Was gibt es sonst noch zu ihm zu sagen? Die Körperstärke, ich meine mit 1,83, 87 Physics, what the fuck? Aber ich meine, wow, ich weiß nicht wieso. Ich sehe jetzt Guarin live seltener, aber ich weiß nicht, ob da 87 wirklich gerechtfertigt ist. Auch das gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Aber das macht Spaß, vor allem in der Offensive, ich habe mir Zeit mit mir gespielt. Es ist sehr, sehr gut, wenn er da schon den ZDMs oder der schon den Innenverteidiger den Ball ohne Probleme abnehmen kann, weil er ist einfach ein richtiger Warnbeißer. Er ist größer, als ich mir vorgestellt habe. Ich meine, ich habe nicht gedacht, dass er 1,83 ist, er ist ja so 1,75 oder so. Aber na gut, er ist trotzdem nicht der Größte und dafür haut er trotzdem sehr, sehr gute Zweikämpfe raus und das ist sehr, 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 sehr stark. Ich muss noch oft das sehr sagen, denn sehr ist echt toll, sehr, 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 sehr stark. Das einzige Negative, was ich wirklich bei ihm finden konnte, war sein Weak Foot, denn der hat manchmal wirklich ziemlich gesackt und ja, sonst gibt es eigentlich nichts. Der Preis ist auch okay, ich meine, inzwischen dürfte er so um die 70 oder 80k kosten, also auch da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich meine, 70k für einen 80 gerateten Spieler, der 5 Werte über diesem Overall Rating hat und nur das Defending so ein bisschen hinterhängt, aber das macht eigentlich mit den Physics ziemlich weg und vor allem, wenn man ihn offensiver spielen möchte, wo meiner Meinung nach vor allem seine Qualitäten liegen, also im Angriff, dann braucht man auch 69 Defending nicht so wirklich, zumindest ist das meine Meinung. Deswegen von mir im Endeffekt die 9,9 von mir für Guarin. Ich wollte nicht schon wieder die 10 von 10 geben, denn dann nimmt das einfach so diesen Special-Effekt von diesen 10. Und deswegen, ja, der 3. Report hat halt dann diesen 0,1 Punkt rausgehauen, sage ich mal. Egal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr Guarin fandet. Und schreibt mir vor allem, wenn ihr ihn als ZOM und als ZM gespielt habt, wo er euch besser gefallen hat. Denn da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe ja gesagt, offensiv gefällt er mir ein bisschen besser. Aber ich glaube auch als ZM kann er da wirklich ganz, ganz gute Arbeit leisten. Da dürfen wir das mal in die Kommentare schreiben. Jetzt die Woche geht's weiter mit Götze, Müller, De Jong und Dost, wenn ich mich daran traue, an das Dribbling und das Tempo. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Und dann sage ich noch einen wunderschönen Tag und vorübergehend zumindest. Ciao.